Wen haben wir denn da? Und ich dachte, wir wären was Besonderes. Leute, das hier ist Bagman. Hangman? Wie auch immer. Was für eine Mission ist das? Jeder hier zählt zu den Besten, die es gibt. Wer soll uns noch was beibringen? Captain Pete Maverick Mitchell. Ich will ganz offen sein. Sie waren nicht meine erste Wahl. Sie sind hier auf Ersuchen von Admiral Kazansky, bekannt als Iceman. Er ist wohl der Ansicht, dass Sie der Navy noch was zu bieten haben. Was das sein soll, weiß ich nicht. Bei allem Respekt, Sir, ich bin kein Lehrer. Nur damit Sie nicht zu viel erwarten. Was zum Teufel? Guten Morgen, Flieger. Hier spricht Ihr Captain. Und es geht wieder los. Auf geht's in 3, 2, 1. Wir ziehen in einen Kampf auf einem Niveau, das kein Pilot je erlebt hat. Nicht einmal er. Wenn du da oben nachdenkst, bist du tot. Glaub mir. Mein Dad hat an dich geglaubt. Ich mach nicht denselben Fehler. Einige werden es nicht schaffen. Das sind deine Piloten. Wenn ihnen irgendwas passiert. Rakete! Wirst du dir das niemals verzeihen. Jetzt gibt's kein Zurück. Komm schon! Oh mein Gott! Ja, macht Spaß. In jeder Geschichte gibt es das, was man sieht, und das, was verborgen ist. Das gilt insbesondere für Geschichten aus dem Krieg. US-kanadische und britische Truppen landen an der sizilianischen Südküste. Jeder außer einem verfluchten Narren wird auf Sizilien kommen. Hitler wird glauben müssen, dass unser nächstes Ziel Griechenland ist. Dann müssen wir ihm einen Beweis liefern. Einen fingierten natürlich. Nun, ich würde sagen, wir fangen mit dem einfachen Teil an und versuchen, eine Leiche aufzutreiben. Eine wahre Pracht. Verdammter Mist! Wie wär's dann vielleicht mit einem lebendigen Gesicht? Das ist mein bekannter Sergeant Roger Dearborn. Jean meinte, Sie wollten mit mir sprechen? Und fangen an mit... Mit einem echten Namen. Dann kommen die Deutschen beim Durchsehen der Marinelisten nicht so schnell auf. Major William Martin. Es muss eine Liebesgeschichte geben. Sie fragen mich, ob ich Ihnen helfe. Teil einer bedeutenden Operation. Operation Trojanisches Pferd. Sie wurde umbenannt. Etwas weniger offensichtlich. Operation Mincemeat. Wir platzieren eine Wimper in die Faltung. Ist sie bei Rückgabe fort, zeigt auch das, dass er genesen wurde. Wir werden die gefälschten Dokumente schnell verschieben müssen, mit Hilfe zweier zentraler deutscher Kundschafter. Was passiert, wenn die Tinte abwäscht, während der Brief auf den Wellen treibt? Dann benutzen Sie wasserfeste Tinte. Nur der Vorhat zu ertrinken schreibt mit wasserfester Tinte. Ja. Ziehen Sie alle Kräfte zusammen. Die Arbeit an Mincemeat beginnt unverzüglich. Für Major Martin. Für den Erfolg unserer Mission. Für die, die wir lieben. Bis die Würfel gefallen sind. Und es kein Zurück mehr gibt. Thank you.
Casino von Tolosa. Er hat noch gelebt, aber wir konnten nichts mehr für ihn tun. Mein herzliches Beileid. Einer von Ihnen hat uns einen anonymen Brief geschickt und uns darum gebeten, ein Opfer der Äther persönlich zu treffen. Das ist totaler Unsinn. Es ist die Organisation, die sich entschuldigen muss, nicht wir. Es geht hier nicht um einen kollektiven Prozess, sondern um etwas Persönliches. Sie haben etwas aus mir gemacht, was ich mir nicht ausgesucht habe. Bis zum Tod. Du nimmst an den Treffen mit Ether-Leuten teil? Warum lässt du dich darauf ein? Ich lass mich auf nichts ein. Ich will raus. Wir gedenken heute aller Opfer des Terrorismus. Ohne Ausnahme. Sie wirkt wie eine gute Frau. Soll ich mich erinnern, was für ein Idiot ich war? Faschisten! Ich habe 4 Menschen getötet für diese beschissene Organisation. Also erzähl du mir nichts vom Verrat. Außerhalb der Gruppe ist es kalt, Ivan. Alles wird gut werden. Beruhige dich. Das ist doch auch bloß wieder eine Show. Einmal mehr. Juan Mari hätte sogar mit seinen Mördern geredet. Das weißt du ganz genau. Was ist mit dir? Luis hatte ein Treffen mit Maischabel. Ich werde es auch machen, Mama. Dieser Typ da repräsentiert niemanden. Wie viele von denen bereuen ihre Tat? 10? Von heute an wird uns dieser Tag an das erinnern, was geschehen ist und was niemals wieder geschehen darf. Mir fehlen die Sommer am Wasser mit Mom und Dad. Ich dachte, vielleicht lässt du das Buch dieses Mal zu Hause. Würden deine Eltern nicht wollen, dass du anfängst, eigene Geschichten zu erleben? Das sind meine eigenen Geschichten. Mia? In einem geheimnisvollen Buch. Wahnsinnsauftritt, Mia! Ja. Schön, wieder hier zu sein. Liegt eine Welt voller Wunder. Willkommen zum Tanzwettbewerb zur Sonnenwende. Leg los, Faddy! Oh, was ist hier los? Toxo! Endlich frei! Der Kinofilm zur Erfolgsserie. Zentopia ist in Gefahr. Er hat die Wachen mit schwarzer Magie in willenlose Sklaven verwandelt. Der einzige Weg, ihn zu besiegen, ist mit dem großen und mächtigen Sturmeinhorn. Wir müssen es finden. Ich bin das große Sturmeinhorn. Wie jetzt? Du kannst sprechen? Aber klar, ich spreche fließend Drache. Schwein? Ente? Wir sind erledigt. Das können wir unmöglich schaffen. Ico, wir sind ein Team. Wir halten zusammen. Komm! Ja! Ja, ja, ja! Schwenk die Hufe! Ich bin hier, um Zentopia zu retten. Stürz dich ins Abenteuer. Zeigt keine Gnade! Wir schaffen das! Erlebe die Magie. Es wird Zeit, dass ihr den Donner zu spüren bekommt. Rette die Welt. Was geht hier vor? Wow! Das ist eine lange Geschichte. Mia and me. Ich kann auch Krabbe, wobei Krabben nicht wirklich reden. Die machen eher Stepptanz-Pantomime. Sieht ungefähr so aus. Aha. Aha. Im Kino. Montage ist aber drin. Alles in Ordnung. Das Blöde an wenig Besitz ist, man ist ständig am Waschen. Entschuldigung, es ist ein Heizungsrohrbruch in der Wohnung. Über ihrer. Interessantes Lebenskonzept. Heizungsrohrbruch? Brauchst du was zum Schlafen? Danke, ich bin untergekommen. Die Nachbarn sind sehr freundlich. Kann ich eine Nacht bleiben? Raus aus meiner Wohnung! Kriegst dein Leben nicht in den Griff? Für eine Nacht. Und nichts anfassen. Na, so schwer ist das doch nicht. Einen Container bestellen, ausmisten. Sind wir schon ein altes Ehepaar? Hm? Du schmeißt heimlich Sachen weg und ich hole sie dann wieder aus dem Müll? Lassen Sie nicht los! Na, nein! Ich weiß, dass ich Hilfe brauche. Und die Bedingung, dass du da wohnen kannst, ist, dass du mir hilfst. Kann weg, oder? Nee, die brauche ich noch. Ich habe Mitleid mit Dingen. Ich kann die noch verschenken. An einen Freund, der die braucht. Du willst einem Freund eine kaputte Brotschneidemaschine schenken? Sei doch mutig, wirf doch einfach alles weg, ohne nachzudenken. Ja, wie fühlt sich das an? Ganz gut. Ganz gut, ja. Lassen Sie doch einen Heizkörper in ihr Leben.
Und wie ist das Leben so, wenn man alles, was man hat, in einen Rucksack stecken kann? Leicht. Es ist alles in Ordnung. Ja, es ist alles in Ordnung. Naja, Ordnung ist das halbe Leben. Willkommen in der anderen Hälfte. Ruf den Arzt! Cagliostro braucht Hilfe! Schnell! Gift? Das kann nicht sein. Ich fürchte, sie lassen ihn bald wieder antreten. Sie müssen ihm sagen, dass Cagliostro mehr Zeit braucht. Niemand hört auf einen Arzt, wenn ein Pferd eine Chance hat, einen Preis zu gewinnen. Ich dachte, das Triple ist vom Tisch. Das hat bis heute noch kein Pferd geschafft. Marlene wird sie lieber am Rennen teilnehmen lassen. Was? Das Triple. Nur darauf kommt es an. Bei dem sind nicht nur seine Haare, sondern auch sein Verstand ausgefallen. Aber das lasse ich nicht zu. Das verspreche ich dir. Du bist nicht da. Sie ist weg. Wie weg? Wie viele Arten von weg gibt's denn? Ein Pferd und ein Mädchen lösen sich doch nicht einfach in Luft auf. Ja, und wo ist sie? Lu? Was machst du denn hier? Wow. Das ist Kila. Die Königin der Wildpferde. Lu ist nicht in der Lage, die Verantwortung für so ein wertvolles Pferd zu übernehmen. Lu hat ihren Liebling in Sicherheit gebracht. Cagliostro, wo bist du? Wie konnte das passieren? Wir müssen sofort los. Ich will, dass sie zurückkommt. Umgehend. Wo willst du hin? Lu hinterher! Die ist Kila gefolgt! Kila! Wir müssen dich finden! Lu, du musst unbedingt nach Hause kommen. Marlingroth geht ab wie ein Schnitzel. Kila! Oh mein Gott. Vertrau mir. Noch einmal. Du kannst dich wirklich entspannen. Ich habe hier alles unter Kontrolle.